Servus und willkommen zurück bei Wir sind Neo. Falls euch meine Videos gefallen, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Das hilft mir bei der Verbreitung meiner Videos. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ich damals meine Fenster und Türen gebaut habe für mein Haus. Das war ganz schön viel Arbeit, da ich fast alles selber gemacht habe. Aber seht selbst. Heute will ich mal das Holz für die Fensterrahmen vorbereiten. Die will ich ja auch aus Holz bauen. Und da habe ich jetzt schon mal 4 Stücke geschnitten. Und dann muss da eben so ein Keil rausgeschnitten werden, damit die Klappläden da Platz haben. Es ist relativ kompliziert, vor allem hier mit den Ecken. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, wie ich das gemacht habe. Also dazu habe ich die Kreissäge genommen und da hat es hier so einen Abstandhalter. Und auch eine Höhenverstellung hier hinten. Damit habe ich jetzt erstmal hier einen Schnitt reingeschnitten, 4 cm tief und ungefähr 1,5 cm breit. Und jetzt muss ich das Ganze eigentlich nur noch oben mit 4 cm Abstand von der anderen Seite durchschneiden. So, die Klemme muss ich jetzt wegmachen, die hatte ich nur zur Stabilisierung, damit das Brett nicht verrutscht. Um das letzte Stück dann noch zu schneiden. Und jetzt hat man quasi dieses kleine Stück hier ausgeschnitten. Und das ist dann für die Unterseite. Da stehen jetzt die ganzen Fensterrahmen, alle schon mal vorbereitet und geschnitten. Und hier die Bretter dann für die Fenster. Das ist jetzt alle mal hier hingestellt und verteilt, damit die nicht aufeinander liegen und anfangen zu schimmeln, weil es doch relativ feucht ist. Jetzt habe ich das Holz noch abgeschliffen mit meiner Schleifmaschine. Also die beiden muss ich noch machen. Da sieht man mal den Unterschied. Das ist noch so rot-braun von der Farbe. Und das sieht ganz weiß aus. Aber ich denke mal, das wird dann wieder so rot-bräunlich nach einer Zeit. Vor allem, wenn man dann das wieder lackiert. Weil das gefällt mir eigentlich besser, die Farbe. So, der erste Fensterrahmen passt wie angegossen. Muss jetzt nur noch festgeschraubt werden. Es war gar nicht so einfach, den da anzupassen, weil die Wände gar nicht ganz im Quadrat waren. Da musste man noch ein bisschen abschleifen. Den Türrahmen haben sie jetzt gestern auch schon mal angebracht. Das ist allerdings ein anderes Holz, weil die kann man eben schon vorgefertigt kaufen. Hier muss ich dann noch lackieren, damit er zum Rest vom Holz passt. Also hier sieht man mal, wie viel wir da wegnehmen mussten von der Wand, damit es eben ganz gerade ist. Muss noch echt ordentlich was wegschleifen, auch da oben in der Ecke und unten ein bisschen. Das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen verputzen, aber nur ganz leicht. Und dann können wir die Fensterrahmen anbringen. Jetzt streiche ich das Holz wieder ein mit dem Sanding Sealer. Gemischt mit ein bisschen Thinner, damit es ein bisschen verdünnt ist und sich leichter auftragen lässt. Und jetzt kommt auch schön diese rotbraune Farbe wieder durch von dem Holz. Da sieht man mal den Unterschied, das hier ist noch nicht eingestrichen. Und das schützt das Holz quasi vor Wasser, aber auch vor Ungeziefer. Und danach wird es vielleicht noch lackiert, das muss ich mir noch überlegen. Heute habe ich mal das ganze Holz für die ersten zwei Fensterläden zurechtgeschnitten und schon mal abgeschliffen und jetzt gerade mit Sanding Sealer eingestrichen.
Das muss ich jetzt alles noch zusammenschrauben. So, jetzt schraube ich die Bretter für meine Fensterläden zusammen. Und diesmal im Container, weil ich eine gerade Unterlagefläche brauchte. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Schrauben quasi innen, auf der Innenseite zu machen. Dann sieht man sie zwar von innen, aber dann kommt man quasi von außen nicht dran, weil sonst könnte man ja das einfach wieder aufschrauben von außen. Und dadurch, finde ich, ist es sicherer. So, heute installieren wir die Fensterrahmen. Dafür bauen wir jetzt erstmal ein paar Löcher vor, um dann das Holz mit Schrauben direkt in den Beton zu bohren. So, die Terrasse haben sie jetzt auch mit so Steinen aufgeschüttet. Das sieht schon wesentlich besser aus. Und hier habe ich auch schon mal meine Hängematte hingehängt. Allerdings ist die Distanz ein bisschen klein. Das heißt, es hängt ein bisschen arg durch. Aber eigentlich war die Hängematte ja auch für meinen Container gedacht. Da ist ein bisschen größerer Abstand. Und dann muss ich mir hier vielleicht noch mal eine andere kaufen. So, jetzt hänge ich in meiner neuen Hängematte. Die hängt zwar leider noch ein bisschen durch, aber es fühlt sich jetzt schon mega bequem an und ich kann es gar nicht abwarten, hier mich endlich mal so richtig entspannen zu können. Selbst hier für 10 Minuten mal zwischen der Arbeit sich reinzuhängen und einfach mal ein bisschen zu relaxen, fühlt sich schon so gut an. Und es ist so ruhig hier und die Natur außenrum ist einfach der Wahnsinn. So, und auf dem Boden haben sie jetzt auch nochmal die letzte Schicht aufgetragen und dann wieder diese Versiegelung, damit es so glänzt. Und die haben auch nochmal ein bisschen so eine Farbe reingemischt, damit es dunkler ist. Und eigentlich sieht es auch ganz gut aus, nur an der Stelle ist irgendwie so ein Farbunterschied. Normalerweise soll es ja so aussehen. Und das liegt wohl daran, dass es irgendwie so feucht ist und dann beim Trocknen sich die Farbe da reinzieht. Und vor allem im Badezimmer sieht es ziemlich hässlich aus. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ganz schön verhunzt haben sie das irgendwie meiner Meinung nach. Aber sie meinen, die können da nichts dafür, weil nach dem Auftragen sah es eigentlich noch gut aus. So wie eben an der Stelle. Und erst beim Trocknen
ging das dann quasi so rein und man sieht die Struktur noch. Aber naja, da kann man jetzt leider nichts mehr machen. Da müsste man nochmal alles abschleifen. Dafür fehlt es leider die Zeit. Tja, ist halt das erste Haus, da kann man leider nicht alles perfekt haben. Vielleicht kann man es ja noch im Nachhinein nochmal reparieren in der Trockenzeit. Heute schneide ich mal das Holz für die kleinen Fensterrahmen zurecht. Dafür habe ich jetzt schon mal 4 Bretter in der richtigen Größe zugeschnitten und auch schon mal diesen Keil wieder reingeschnitten. Aber diesmal will ich es ein bisschen anders machen, weil es ziemlich kompliziert ist, diese Ecke da reinzuschneiden. Diesmal werde ich einfach aus dem anderen Stück, was etwas länger ist, quasi ein kleines Stück rausschneiden auf der Höhe von der unteren Fläche, damit es dann genau passt und dann muss man da auch keine Ecken schneiden, ist eigentlich viel einfacher. Und der Vorteil dadurch ist auch, dass das dann quasi ineinander steckt und das ganz von alleine dann hält. Es gibt dem Ganzen nochmal mehr Stabilität. So, dafür habe ich jetzt hier schon mal eine Markierung gemacht. Da muss ich jetzt erstmal einen präzisen Schnitt machen. Und dafür habe ich die Säge eben auf die Höhe eingestellt, dass das quasi nur bis da unten schneidet. So, und um den restlichen Teil jetzt rauszubekommen, schneide ich wieder ganz viele Linien und haue dann mit dem Meißel raus. So sieht es dann fertig geschliffen aus, quasi einmal ums Eck und da passt dann das andere Stück direkt drauf und dadurch muss man auch nicht diese Ecken ausschneiden, was das Ganze eigentlich viel einfacher macht und auch stabiler. So, die Bretter sind fertig für die beiden Fensterrahmen. Das war echt ein Haufen Arbeit. Alles schön geschliffen. Jetzt muss ich es noch einstreichen und dann kann man es endlich einbauen. So sieht jetzt der kleine Fensterrahmen aus und der hält quasi schon von alleine, dadurch, dass das so ineinander gesteckt ist. Das ist eigentlich viel schlauer gebaut wie beim ersten Mal noch. Habe ich mir quasi hier von der Tür abgeguckt, weil der ist ja gekauft. Und so sieht es jetzt hier beim großen Fenster aus. Da haben wir jetzt auch schon mal die Schrauben rein gemacht. Das heißt, der hält. Da könnte man jetzt schon die Fenster anbringen. So, die Tür haben wir jetzt auch schon mal angebracht. Die ist auch nochmal abgeschliffen und eingestrichen, damit das passt zu dem Pochote-Holz. Und den Türgriff haben wir auch schon mal angebracht. Funktioniert auch schon. War ganz schön kompliziert, das passend zu machen, weil die Tür ein bisschen zu klein ist. So sieht es von innen aus. Und ich muss die Tür noch ein bisschen abschleifen hier. Da muss ich jetzt nochmal mit Farbe dann das wieder abdecken, damit die Tür eben auch schließt. Meine Arbeiter haben das nämlich irgendwie nicht so ganz im rechten Winkel gebaut. Also hier ist der Abstand viel größer. Aber sie schließt auch und man kann sie auch abschließen. So, die Toilette haben sie auch schon mal angebracht. Das ging auch relativ schnell, da man sie einfach nur auf den Fuß schrauben musste und dann den Schlauch anschließen. Aber ob sie funktioniert, können wir erst testen, wenn hier quasi das Waschbecken und die Dusche angebracht ist. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht es dann direkt weiter mit meinen Fenstern und der Inneneinrichtung für mein Haus und quasi die letzten Vorbereitungen, bevor ich dann endlich einziehen kann. Und hier könnt ihr euch nochmal die letzte Folge anschauen, wo wir das Vordach gebaut haben. Also, bis zum nächsten Mal. Pura Vida!